Der im wahrsten Sinne des Wortes fliegende Wechsel ist geglückt, ja gelungen. Seit Oktober 1990 ist der am Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau stationierte Rettungshubschrauber in Betrieb. Längst unter seinem Funkrufnamen Christoph 46, auch überregional bekannt, arbeitet der Rettungshubschrauber seit 1. Januar dieses Jahres nun unter der Verantwortung der ADAC Luftrettung. Am Montag war Zeit, auf das erste Halbjahr zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen. Wenn noch vor Jahresfrist der liebevoll auch Rote Retter genannte Christoph 46 über die Dächer von Marienthal flog, wusste jeder, jetzt ist Gefahr im Verzug und schnelle Hilfe gefragt. Der Funkrufname ist geblieben, auch der Typ des Helis, nur die Farbe hat sich geändert, ohne dass dies mit Konkurrenzdenken verbunden ist. Ich glaube, dass wir keine Wettbewerber sind, sondern Marktbegleiter, ja, in einem Markt, der keiner ist. Wir haben beide das Ziel, Menschen in Not zu helfen. Wir benutzen beide die gleichen Fluggeräte. Wir haben ähnlich ausgebildete Crews und somit ist es eher ein Miteinander und wir können voneinander lernen. Ja, grundsätzlich gibt es in Deutschland drei große Organisationen, die professionelle Luftrettung betreiben. Das sind einmal die Kollegen aus Filderstadt, die DRF, einmal die Bundespolizei, die man hier nicht vergessen darf, die auch einige Standorte in Deutschland betreibt und wir als ADAC Luftrettung, was die Anzahl der Einsätze angeht, insgesamt über die letzten 50 Jahre circa, beide Organisationen sind ungefähr gleich alt, haben wir die Nase etwas vorne mit etwas mehr als 1 Million Einsätze. Unbestritten zeigten alle angeführten Zahlen, selbst nur die aus dem vergangenen Halbjahr, die Berechtigung und Bedeutung des Standortes von Christoph 46. Die Bedeutung muss man von zweierlei Seite sehen, sozusagen für das HBK und für den ADAC. Die enge Partnerschaft, die wir hier räumlich haben, ist von Vorteil, denke ich, für alle Belange. Wir haben zum einen einen relativ schnellen Zugriff auf Notärzte. Wir haben die enge Nachbarschaft mit der Notfallmedizin, mit der zentralen Notaufnahme, sodass man hier zum einen natürlich für das HBK einen Attraktivitätsfaktor hat und für den ADAC auch die enge Partnerschaft mit der Notarztcrew. Also ich denke, da sind beide Seiten hervorragend aufgestellt. Zur Halbjahresbilanz im Hangar von Christoph 46 wurden natürlich viele aussagekräftige Zahlen präsentiert. So war der Rettungshubschrauber mit dem Tag der Zwischenbilanz zu 650 lebensrettenden Einsätzen unterwegs. Mit 91%, überwiegend in Sachsen, aber auch Thüringen und Bayern. Eine Zahl, die in ihrem Umfang eigentlich schwierig einzustufen ist. 650 Einsätze sind 650 Menschen, denen man Hilfe bringen konnte. Ja, und deswegen ist für uns nicht wirklich die Zahl der Einsätze wichtig, sondern konnten den Menschen geholfen werden. Man kann die Zahl auch viel höher sehen, wie viele Schicksale haben wir damit berührt. Und dann ist es wahrscheinlich ein Vielfaches von 650, weil jeder dieser Menschen hat Familie, hat Freunde, hat Kollegen, die natürlich auch davon profitieren, dass diese Menschen wieder gesund sind, weiter am Sozialleben teilnehmen können. Und somit sind diese Einsätze wirklich Tausende, ja, wenn man bedenkt, wie viele Menschenleben wir damit berührt haben. Und da sind wir stolz drauf, vor allem vor dem Hintergrund, dass eine Zahl, die viel geringer ist, nämlich die Zahl 0, die allerwichtigste ist, wir hatten 0 schwere Unfälle. Und ich glaube, bei dem Metier, was wir jeden Tag ausüben dürfen, ist das keine Selbstverständlichkeit. Und diese Zahlen zusammen betrachtet machen uns stolz. Am häufigsten, in fast jedem zweiten Fall, wurde der Rettungshubschrauber zu internistischen Notfällen wie akute Herz- und Kreislauferkrankungen beordert. Es folgen Einsätze zu Verkehrs- sowie Freizeitunfällen. Ob die Notrettung aus der Luft auch benötigt wird, entscheidet die Notrufzentrale. Denn der Einsatz ist kein Wunschkonzert. Also in der integrierten Regionalleitstelle in Zwickau werden die Notrufe für den Bereich Landkreis Zwickau und Vogtlandkreis entgegengenommen. Und die Einsatzbearbeiter fragen anhand einer standardisierten Abfrage gewisse Fragen und entscheiden daraus, welches Notfallbild und welche Indikation dort vorliegt. Und wenn es zu einem Notarzteinsatz kommen soll, dann wird in erster Linie die Notarzteinsatzfahrzeuge zum Einsatz gebracht. Aber da es nicht so viele flächendeckend im ganzen Landkreis, in den beiden Landkreisen gibt, gibt es natürlich immer wieder sogenannte Duplizitätseinsätze, wo das Notarzteinsatzfahrzeug bereits im Einsatz ist und ein zweiter Notarzteinsatz anliegt. Und dann kommt als nächstes natürlich der Christoph 46 zum Einsatz. Oder natürlich, wenn er schneller sein sollte als ein Notarzteinsatzfahrzeug in entlegenen Gebieten oder in speziellen Einsätzen, dann kommt dann Christoph 46 auch zuerst zum Einsatz. Speziell natürlich auch
auch bei besonderen Einsätzen, wo ein Transport des Patienten von vornherein gesehen wird, Brandverletzter zum Beispiel oder schwerer Verkehrsunfall, dann kommt es auch dazu, dass der Christoph 46 als erstes zum Einsatz kommt. Einen großen Anteil an den Einsätzen haben, neben dem Piloten, natürlich die medizinischen Fachkräfte. Sie absolvieren diese Tätigkeit innerhalb ihres regulären Dienstplanes. Eine nicht zu unterschätzende Verantwortung und möglicherweise Doppel- oder gar Überbelastung? Ich denke, dass eine Überlastung nicht vorliegt. Wir sind mit den 16 Notärzten, die sehr, sehr hoch qualifiziert sind, ausreichend bestückt. Wir streben sogar an, dass eine gewisse Routine, also eine gewisse Zahl von Diensten pro Monat erreicht wird. Und damit sind wir mit den 16 Kollegen sehr, sehr gut aufgestellt. Haben natürlich eine Reihe von Kollegen, die Interesse haben, in der Zukunft auch das Team zu verstärken. Entgegen anderer Berufszweige und Branchen scheint also hier für fachlichen Nachwuchs gesorgt zu sein, der aber auch eine spezielle Ausbildung benötigt. Die Ausbildung erfordert aus unserer Sicht den Facharzt für Anästhesiologie, die Weiterbildung in Intensivmedizin und eine Reihe von Kursen, die absolviert werden müssen, wo es beispielsweise um die Versorgung von schwerverletzten Patienten geht, sodass es ein langer Weg der Qualifikation ist und die Qualifikation als Hubschraubernotarzt ist schon dann eine der Kronen der Notfallmedizin. Fazit: Es gibt ausreichend Ärzte, toll funktionierende Crews, die alle für den Notfall parat stehen, aber eigentlich so wenig wie möglich zum Einsatz kommen sollten.